Heute waren wir eingeladen zur Eröffnung der Außenstelle des Fraunhofer Instituts für Künstliche Intelligenz, KI Now. Viele Schweinfurter haben ja schon gedacht, was kommt da rein in das ehemalige Autohaus? Jetzt wissen wir es. Hallo, Herr Oberbürgermeister. Wir sind also heute beim Fraunhofer Institut in der alten Bahnhofstraße. Wir haben uns als Schweinfurter ja alle schon gewundert, was da reinkommt in das ehemalige Autohaus. Jetzt sind wir also, haben wir es ja gesehen. Wie steht denn die Stadt Schweinfurt dazu? Was sagen Sie zu diesem neuen Gebäude, zu diesem neuen Auftrag in diesem Gebäude? Ich sage dazu, dass ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Fraunhofer ist in Schweinfurt angekommen. Diese wichtige Forschungseinrichtung, dieses Institut, beginnt hier jetzt Wurzeln zu schlagen. Wir freuen uns sehr, dass das möglich geworden ist, denn wir sind gerade dabei, den Forschungsstandort Schweinfurt auch auszubauen. Wenn ich von wir spreche, ich spreche natürlich auch für die Hochschule für angewandte Wissenschaften, ich spreche für das Rathaus, ich spreche aber auch für den Mittelstand und die Großindustrie, die idealerweise hier auch Auftraggeber dieses Instituts werden, sodass es auch eingebettet wird in diesen Prozess der Transformation und Entwicklung. Das Fraunhofer Institut wird natürlich mit der Fachhochschule zusammenarbeiten und da stellt sich natürlich die Frage, warum hat man nicht gleich draußen neben der Fachhochschule sich niedergelassen? Ich finde diesen Ort hier eigentlich sehr geeignet, direkt an der Bahnstrecke. Die Bahnstrecke steht ja symbolhaft für den Aufbruch Schweinfurts in das industrielle Zeitalter im 19. Jahrhundert. Ganz nahe zum Zentrum, zum Rathaus, aber auch nicht weit weg von der Großindustrie, eingebettet in die Stadt. Also ich finde das einen sehr, sehr guten Ort des Austausches. Ob man hier das nur als Keimzelle benutzt, um sich langfristig vielleicht Richtung Edward-Kaserne zu bewegen, muss die Zukunft bringen. Momentan ist das Fraunhofer-Institut hier gut angesiedelt. Also diese Ansiedlung ist also nicht nur für kurze Zeit gedacht, sondern also wird auch hier bleiben? Zunächst einmal haben wir eine Förderzusage für 4 Jahre und dann muss man sehen, wie sich das etabliert. Und ich gehe davon aus, dass es zu einer festen Einrichtung der Forschungslandschaft in Schweinfurt werden wird. Ein wichtiger Baustein für die industrielle Zukunft Schweinfurts. Also 1, 2, 3. Profimäßig wurde das Band durchschnitten. Super, gut gemacht. Wenn Sie da mitmachen, alles klar. Nach der Eröffnung war noch ein kleiner Rundgang angesagt, damit man sich mal vorstellen konnte, was hier in Zukunft abgeht. So, jetzt habe ich heute den Herrn Professor Döpper vom Fraunhofer Institut. Und Sie können mir bestimmt was sagen. Was wird denn hier geforscht werden? Ja, wir wollen uns dem Thema widmen, wie Ansätze der künstlichen Intelligenz nutzbringend in der Produktion eingesetzt werden können. Das heißt, wir sind Ingenieure, wir sind Produktionstechniker und nutzen die überwiegend vorhandenen Ansätze aus dem Bereich der IT und wollen die applizieren auf Anwendungen in der Produktion, in fertigenden Unternehmen. Wie kann ich mir das als Normalbürger vorstellen? Dann geben Sie mal kurz ein Beispiel. Ja, ein Beispiel ist, Sie haben zum Beispiel alte Maschinen in der Fertigung, die anfällig sind, die ab und zu ausfallen. Da ist dann die Frage, müssen Sie das hinnehmen, dass die immer ungeplant ausfallen? Dann steht die Maschine still, Sie können nicht produzieren, es kostet Geld, es macht viel Ärger. Und da wäre es ein Ansatz, vorher schon zu wissen, wann die Maschine ausfällt. Also sprich, in die Maschine hineinzuhorchen, zu erfahren, wie es der Maschine geht, etwas salopp gesprochen, und dann eben rechtzeitig eine Reparatur einleiten zu können, sodass die geplant ist und nicht ungeplant und deutlich weniger Ärger macht und deutlich weniger Geld kostet. Wie viele Leute werden hier beschäftigt sein? Also werden hier im Standort sein? Wir haben erstmal ein Forschungsprojekt, mit dem wir hier starten. Das ist eben genau dieses Projekt KI Now, künstliche Intelligenz für eine nachhaltig optimierte Wertschöpfung. Und im Rahmen dieses Forschungsprojektes werden auf jeden Fall 4 Wissenschaftler hier vor Ort tätig sein und ein technischer Kollege. Das ist erstmal der Start, das ist erstmal der Kern. Und wir hoffen natürlich, dass wir dann mit Ausweitung der Aktivitäten hier unser Team auch zukünftig immer weiter verstärken können. Also ist schon für längere Zeit geplant? Das Forschungsprojekt läuft jetzt erstmal 4 Jahre und es bietet uns natürlich eine Absprungbasis, eine gute Startbasis. Und dann müssen wir selber schauen, dass wir
hier das so weit ausbauen können, dass wir eben hier auch möglichst dauerhaft am Standort Schweinfurt tätig sein können. Und ich, wie ich das verstanden habe, Sie werden auch mit Leuten aus dem Handwerk oder aus herstellenden Betrieben Kontakt aufnehmen und werden dann versuchen, mit denen zusammenzuarbeiten, oder? Ja, das ist das Spannende, ist auch das Spannende immer für unsere Leute, dass wir natürlich mit der Praxis zusammenarbeiten. Also wir sprechen ja bei Fraunhofer auch gerne von der anwendungsorientierten Forschung. Das heißt, unser Ziel ist es, Dinge zu entwickeln, Dinge zu erforschen, die auch einen Nutzen in der Industrie, in der Produktion haben. Und dann wieder das Spannende, Produktion können Sie in kleinen Unternehmen haben, bis hin zu großen Unternehmen, bis hin zu Konzernen. Und die Bandbreite der Aufgaben, das macht eigentlich den Reiz unserer Thematik aus und auch des Projektes, was wir hier in Schweinfurt gerade starten. Sie werden ja auch mit der Fachhochschule daran zusammenzuarbeiten. Wie ist das, wie sieht das dann aus? Die Fachhochschule ist für uns ein sehr wichtiger Partner. Wir haben ja auch schon Kontakte zur Fachhochschule. Die Fachhochschule, mit der waren wir auch in Diskussion in den Vorstudien, die dann letztendlich zu unserem Antrag für dieses Projekt geführt hat. Und wir werden diese Kontakte weiter intensivieren und ausbauen. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass wir da zusammenarbeiten. Also gut, dann vielen Dank und viel Erfolg hier am Standort. Vielen Dank.